In diesem Video werden wir 48 Stunden lang versuchen, so viele verschiedene Fischarten wie möglich zu fangen. Aktuell befinde ich mich hier in den USA, in den Florida Keys. Ich habe alles dabei, um im Süß- und in Salzwasser zu angeln. Unter anderem unter so krassen Autobahnbrücken wie hier, wo es wirklich heftigere Fische gibt, als man denkt. Bleibt gespannt, was ich fange. Let's go. Die Rute! Nein! Oh, was ist das? Oh, was ist das für ein Fisch? Nein! Erik! Nein, Erik! Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, Leute. Heute ist es wieder soweit. Endlich wieder eine 48-Stunden-Challenge, nachdem die letzte 48-Stunden-Challenge aus Costa Rica bei euch so gut angekommen ist, wo es aber nur auf Salzwasserfische ging, haben Erik und ich heute zu zweit dieselbe Mission, 48 Stunden lang. Wie viele verschiedene Fischarten können wir fangen, aber nicht nur im Salzwasser wie in Costa Rica, sondern wir angeln im Süß- und Salzwasser hier in Florida auf komplett andere Fische nochmal. Wir fangen heute den allerersten Tag der zwei Tage an in den Seen, Flüssen und Kanälen hier von Florida, Miami. Von diesem ersten Tag heute werden wir die erste Hälfte des Tages gezielt auf Raubfische probieren. Da ist unser Ziel, einen Snakehead zu fangen, einen Peacock Bass und einen Largemouth Bass. Das wäre natürlich richtig top, wenn wir alle drei abhaken können. Wird nicht allzu easy, weiß ich jetzt schon, aber wir versuchen es natürlich trotzdem. In der zweiten Hälfte des Tages versuchen wir dann auf was zu angeln? Auf Tilapia und diese komischen roten, ich glaube Cichlids oder so heißen die. Ja, also Süßwasser heute wird auf jeden Fall spannend. Morgen im Salzwasserteil der Challenge werden wir dann in die Florida Keys fahren an komplett neue Spots und versuchen auch so viele Fischarten wie möglich natürlich zu fangen. Und da kommen wir auch direkt mal zu den Kombos, die wir dabei haben. Jeder hat zwei Angelkombos dabei. Ich habe eine Baitcast und eine Spinning mit zwei Nace-Routen. Genau, ich habe auch so eine MH-Kombo, Betanium und Nace One bis 30 Gramm. Da fange ich jetzt erstmal mit so einem Softjack hier an. An der anderen, die habe ich hier jetzt eigentlich immer für alles genommen. Echt eine perfekte Route für Florida. Die hat so 2 Unzen Wurfgewicht, also 56 Gramm. Ist halt so bretthart. Ist halt perfekt für die ganzen Fische, die ein bisschen kampfstärker sind. So Snakehead, Peacock und so. Okay, dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange. Sonne ist gerade aufgegangen. Und wir starten unsere 2-Tage-Fischarten-Challenge. Erik, ich wünsche uns viel Erfolg. Krass. Wie viel haben wir uns insgesamt, wie viele Fischarten für die 48 Stunden vorgenommen als Ziel? Was schätzt du, was realistisch? 10 ist halt eine gute Zahl so, aber also es wäre schon krass. Ich hoffe, dass es im Salzwasser noch ein bisschen einfacher wird. Also Leute, drückt uns die Daumen, wir legen jetzt los. Let's go. Erster Wurf. Ich mache jetzt mal den allerersten Wurf, Leute. Wir machen hier heute ein bisschen Strecke an dem See. Ich habe hier jetzt mal einen kleinen Maze Runner rangemacht. Einfach, dass ich hier schnell viel abfischen kann. Ich hoffe, dass da jetzt ein Bass oder ein Snakehead relativ schnell drauf geht, dass wir das abhaken können. Eigentlich hatten wir immer mit Spinnerbaits ganz gute Erfahrungen gemacht hier. Also Leute, ich habe da vorne im Wasser jetzt so zwei invasive Fischarten entdeckt, so zwei kleine Amazonaswelse, die liegen da auf so einem Stein. Ich weiß nicht, wie man die fängt, ich würde es jetzt einmal versuchen mit einem ganz kleinen Gummiwurm-Imitat. Gucken, ob die raufgehen. Wäre auf jeden Fall geil, es wäre schon mal eine Fischart, die wir so nicht eingeplant hätten. Habe ich mal so einen mini kleinen Curly-Tail von einem Wurm abgemacht und ich droppe den jetzt einfach mal direkt auf deren Stein. Das wäre so geil, wenn die raufgehen. Ich muss hier gleich noch ein bisschen weiter nach vorne machen, dass ich ihn da so rüber zuppeln kann. Das wäre zu krass, wenn die raufgehen. Ey, ich hab einen Bass! Auf den Wurm! Ey! Oh, da ist er weg! Krass! Ich wollte den Wurm genau auf den Welsen droppen. Jetzt sind die Welse verscheucht. Kommt plötzlich ein Bass und schneckt sich hier den kleinen Wurm. Ey, Erik, zählt der schon als gefangen, der Bass? Ja, der zählt, würde ich auch sagen. Also, erste Fischart abgehakt. Zwar nicht der Wels hier vor mir, aber vielleicht hat es sie jetzt auch aktiviert. Das ist krass. Wenn jetzt der Wels noch drauf geht, das wäre natürlich brutal. Erik! So, Leute, ich habe ihn gekriegt. Nächste Fischart. Alter, sehen die krass aus. Leute, das ist die nächste Fischart. Der Plan ist aufgegangen. Gesehen und angeworfen. Jetzt ist er abgegangen, aber der zählt eindeutig als gefangen. Auf den kleinen, schaut euch das an. Ich habe hier einfach so einen kleinen Curly Tail umgeändert. Abgeschnitten auf so einen kleinen Einzelhaken. Ja, zweite Fischart. Ein Bass und so ein, ich glaube, das war kein Crappie. Ich glaube, die heißen anders. Seht ihr jetzt hier nochmal eingeblendet. Geil.
Oh, Erik hat einen Fisch. Erik hat einen Fisch. Alter. Erster Bär ist für mich, ja. Der hat da geraubt, ich hab ihn angeworfen. Erik hat Fisch, Erik hat Fisch. Oh, stark, Erik. Schöner Bass. Oh, schöner Bass, geil. 30er. Oh, geil. Schöner Bass jetzt hier, kein Riese. Aber der hat da hinten geraubt, richtig an der Oberfläche geschmatzt und hat sich den Softjack reingekrallt. Geil. Schöner Fisch, Erik. Es geht immer richtig gut los hier. Zwei Fischarten haben wir jetzt schon für die Challenge hier abgehakt an dem einen See. Und wir sind hier wirklich gerade mal eine halbe Stunde am Angeln. Also mega, mega nice. Hat gerade noch einen schönen Snakehead-Nachläufer hier vorne. Wenn hier noch ein Snakehead rauskommt aus dem Teich, dann wäre ich schon echt richtig zufrieden. Aber ich finde, das ist schon ein richtig guter Start. Schön ein paar kleine Bass schon gefangen. Fische scheinen auf jeden Fall aktiv zu sein hier an dem Gewässer. Fisch! Fisch! Oh, Snakehead! 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 Oh, ich sag's gerade noch, das ist ein schöner Snakehead. Boah, ja, Leute. Boah, Snakehead. Wow, was für einer. Ja! Erik! Da ist er, der Snakehead. Boah, dritte Fischart. Yes! Wow, was ein fetter. Komm her, mein Junge. Schäde, Mann. Geil, Mann. Ah. Petri. Fette Scheiße. So, Leute. Snakehead, den gerade enthakt, hat er sich hier so freigeschlagen, ist ins Wasser rein. Ja, die kannst du nicht halten, wie ein Aal. Du kriegst sie nicht gegriffen. Die können ja auch übers Wasser, über Land laufen und so. Die können Luft atmen. Das ist halt heftig. Du kriegst sie nicht gegriffen, wenn er anfängt, sich, wenn er enthakt ist und anfängt, sich hier rumzuzappeln. Ja. Du greifst ihn, du kriegst sie nicht. Egal, dritte Fischart. Ja, Mann. Jetzt muss noch der Peacock hier kommen. Ey, ich bin richtig happy. Es läuft übel gut. Ja, safe. Fische sind ja mega aktiv. Man muss halt vielleicht auch mal sagen, wir ziehen die halt immer so auf Land, aufs Land hier, so die Snakeheads. Weil man angelt halt hier so ohne Kescher meistens. Und den Snakeheads macht es halt nicht so viel, weil die sind es gewöhnt. Deswegen haben die sich auch hier so krass verbreitet, weil die einfach über Land laufen können zum nächsten Pond. Und dann vermehren die sich da, können Luft atmen. Man sieht die auch immer. Man sieht immer, wie die an die Oberfläche kommen, Luft schnappen und wieder abtauchen. Ja. Das ist schon krass. Wahnsinnsfische, unglaublich. Ja. Vor allem, wenn der dann wirklich sich anfängt zu winden wie so ein Aal. Du kriegst den nicht gerissen, der ist so schleimig. Die haben richtig Kraft vor allem. Das ist nicht vergleichbar mit einem Hecht oder einem Barsch bei uns. Die shaken sich und kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen. Geil, ja. Mann. Leute, guckt euch mal bitte an, wie zerstört dieser Spinnerbait ist. Muss erstmal komplett zurückbiegen. Die haben so eine Power, die Kollegen. Es ist wirklich... Das ist unglaublich. Mega aggressiv, mega stark. Krass, krasser Fisch, ey. Erik mit dem nächsten Bass hier. Wow, das ist ein richtig guter Bass. Richtig guter Bass. Wow, der ist gut, Erik. Der hat 40 plus. Boah, schöner Bass. Gott, der hängt knapp. Die Rute! Nein! Nein, die Rute! Ist gebrochen? Oh mein Gott! Oh mein Gott, die Rute, Leute! Nein. Fuck! Wow! Bro! Bro, warum ist die gebrochen? Weil du ihn zu krass liften wolltest. Der ist zu groß gewesen zum Lift. Guck dir an, wie dick der ist. Der ist riesig, Bro. Der kann 50-50 haben. Wow, fuck. Scheiße. Scheiße. Die Route ist durch, Digga. Wie sollen wir jetzt die Fischarten-Challenge schaffen? Dann machen wir erstmal kurz den Fisch klar. Erik mit dem Monster-Bass hier. Ja, Mann. Das ist ja unglaublich. Schöner Fisch. Aber du musstest einen hohen Preis zahlen. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen. Nee, aber... Wow, das ist eine schöne Route. Die Nace One hat so gebockt. Ich habe mich den ganzen Tag gefreut, dass ich hier heute so viel gefischt habe. Scheiße. Das ist meine erste Route, die mir geworfen ist. Ja, können wir vielleicht ein bisschen Hubu dran machen. Ein hoher Preis dafür, dass wir den Bass schon gefangen hatten.
und den eigentlich als Fischart nicht mehr brauchten. Aber trotzdem, ist jetzt ein größerer Bass aus Miami, ne? Ja. Peacock Bass, die nächste Fischart, die wir versuchen zu fangen. Das nächste Ziel. So, Freunde, ich habe jetzt nochmal gewechselt auf einen Twitchbait. Ein bisschen, ja, in einer aggressiveren Farbe hier. Auffälligeren Farbe, einfach weil die Peacock Bass, wir haben die hier lang schwimmen sehen, aber die waren irgendwie nicht interessiert an unseren Spinnerbaits und Softjerks und so. Aber der Barsch von Erik war schon gerade richtig geil. Richtig, richtig fetter Kollege hier. Fisch, Fisch, guter. Guter. Guter Bass. Boah. Wie einen guten Bass hier, Erik. Hey, jetzt hast du den Bassköder gefunden, kann das sein? Dicker Bursche hier. Ja, Mann. Jetzt hast du den Köder raus. Ja, Mann. Aber ich sag dir ehrlich, für die Fischarten-Challenge ist es gerade nicht das Beste hier. Ja, ich weiß. Aber irgendwie will man dann ja auch ein bisschen Spaß haben. Kannst mit dem Peacock-Bass Spaß haben. Ja, ich gebe mir ja Mühe, da kann ja alles raufgehen hier. Drei Fischarten sind jetzt hier am allerersten See geworden. Es ist jetzt 10:30. Wir gehen jetzt mal kurz was frühstücken. Und dann geht's an den Kanal. Wir holen jetzt auf dem Weg dahin noch ein paar Köderfische und Würmer, weil wir versuchen dann Peacock Bass zu fangen. Auch Peacock Bass mit Kunstköder ist echt hart hier, vor allem gezielt zu angeln, weil du auch mal viele Bass dazwischen kriegst. Von daher sehen wir uns gleich am Kanal. Wir sind am nächsten Spot, Leute. Ein richtig schöner Kanal jetzt hier. Und wir haben gerade eben schon was Krasses im Wasser gesehen. Was haben wir gesehen? Goldfisch-Tilapia. Einfach hier unten gerade einen fetten Goldfisch. Goldfisch wäre natürlich übertrieben krass für die Fischarten-Challenge. Das wäre eine Fischart, mit der hätten wir wirklich gar nicht gerechnet, würde ich sagen. Wir bauen jetzt mal ganz schnell um auf eine Posenmontage mit Würmern, die wir gerade gekauft haben. Und dann angeln wir mal ganz klassisch mit Pose und Wurm hier im Kanal von Florida. Ich glaube, da kann alles rangehen. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt fangen. So Leute, ich nehme jetzt mal einen Wurm raus. Gucken, was wir uns hier verkauft haben. Boah, sind das Klopper. Okay, ich habe mal hier so einen kleinen rausgenommen. Der Wurm ist auf dem Haken. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Hier oben ist die Pose. Mal schauen wir mal, ob wir den Goldfisch hier unten kriegen. Da unten steht er. Er steht direkt hier unten. Das wäre zu krass, wenn wir den direkt kriegen. Das wäre zu krass. Leute, werden wir den Goldfisch fangen? Sieht man ihn? Ich hoffe, man sieht ihn gut. Also, Goldfisch scheint keinen Wurm zu wollen. Das ist krass. Was frisst denn so ein Goldfisch? Ich werde jetzt erstmal gezielt mit Köderfisch auf Peacock angeln. Und Erik versucht Goldfisch plus Tilapia hier mit dem Wurm, ja, ne? Wurm. Genau, vielleicht mache ich den sogar noch ein bisschen kleiner. Guck mal, hier sieht man schon, der wurde so ein bisschen angelutscht. Aber vielleicht kommt ja noch was. Okay, Leute, die Zeit tickt, es ist jetzt mittags. Ich mache jetzt mal schnell einen Köfi ran. Und dann schauen wir mal, dass wir hier vielleicht am Dropshot-System einen kleinen Peacock rauszuppeln aus den Steinen. Das wäre natürlich richtig geil. In Miami kriegt man überall so kleine Shiner, heißen die, also Köderfische. Und den mache ich jetzt einfach hier vorne am Dropshot-Haken rauf, so. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt einen Peacock-Bass bringt. Den kleinen zuppel ich jetzt hier unten schön. Oh, da unten steht sogar schon was, aber ich glaube, es ist kein Peacock. Zuppel ich jetzt hier mal schön entlang und gucken, ob der was fängt. Wir haben auch rausgefunden übrigens, als wir hier schon mal den Spot angetestet haben, dass es vor allem Sinn macht, an diesen Kanälen, ja hier an den Steinmauern zu angeln. Und nicht unbedingt im Kanal drin. Das heißt, ich droppe den Köderfisch einfach direkt hier runter und hoffe, dass es nicht lang dauert, bis wir hier mal einen kleinen Peacock-Bass dran kriegen. Alter, Erik, hier sind riesige blaue Fische. Ja, doch, hängt. Oh, stark, Erik. Nächste Fischart. Wow, wie sieht der denn aus? So ein Tilapia-Goldfisch. Hol ihn sicher raus. Ja, warte. Wieder. Komm her. Da ist zu viel Gras, oder? Yo, was ist das für ein Fisch? Alter. Was? Der sieht ja gestört aus. Wahnsinn. Ey, Fischart Nummer 4, Erik. Geil. Das läuft richtig gut hier. Sieht aus wie eine Mischung aus Tilapia und Goldfisch, ne? Voll, ja. Krasses Tier. Das sieht wild aus. Unfassbar krass. Geil, Mann. Vierte Fischart, Petri, Erik. Danke, Mann. Erik hat den nächsten Fisch auf die Pose, in ganz klein, oder? Ganz klein, ja. Also ist wirklich Aquariumfisch. Wirklich wie Angeln im Aquarium hier. Guck mal, wie schön der ist. Krass, der Fisch. Sieht ein bisschen aus wie dein Sheep's Head.
oder? Ja, kleine, richtig, kleine richtig süße, kleine Knastbrasse. Knastbrasse, genau. Richtiger Aquariumfluss hier. Man sieht alle Fische und die sind auch noch bunt wie im Aquarium. Echt krass. Bisher leider noch kein einziger Peacock-Biss. Ich habe auch noch keinen Peacock gesehen. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen Strecke machen und die Fische irgendwie finden. Aber bisher ist nicht so einfach mit den Faunbarsch. Faunbarsch? Faunschwanzbarsch? Peacock wäre es einfach. Leute, schaut euch diesen Schwarm von Baitfisch an. Ist das krass. In einem Kanal mitten in Florida. Hunderte Mullets, Erik. Hunderte Meereschen. Ein schwarzer Ball hier vor mir. Guckt euch das an. Leute, wir versuchen jetzt so eine Meeresche da zu fangen. Erik hat mal schnell die Posenrute mit dem Wurm geholt. Ich muss da reinwerfen. Oh ja, da kommt einer, oder? Nee. Ja, nee. Muss genau da reinwerfen. Abbruch an dem Spot hier. Die Peacocks haben uns gebrochen. Macht einfach nicht mehr so viel Sinn, jetzt hier so viel Zeit zu investieren. Wir fahren jetzt eine Stunde nochmal komplett auf die andere Seite von Miami an ein Wehr mitten in den Everglades. Also, let's go, Digga. Ich denke auch, ja, Mann. Ballern wir schnell hin. 5 Fischarten haben wir bis jetzt. Wenn wir noch ein, zwei fangen, dann wäre ich richtig happy für heute. Aber ich bin jetzt immer noch sehr happy. Alleine Snakehead und die ganzen Bass, die wir hatten, waren mega geil, fand ich. Ja. Wir sind am letzten Spot für heute. Wir hoffen hier einen Tilapia, einen Bowfin oder was wollten wir noch fangen? Diesen Alligator. Nicht Alligator gar, aber halt so Garfisch. So, ne? Genau. So ganz lange, krokodilartig aussehende Fische. Schauen einfach mal. Versuchen es jetzt bis Sonnenuntergang hier. Boah, hast du das gesehen? Ja, die Fische. Voll die so Aktivität Tilapia, hier an der Wasseroberfläche gerade. Irgendwie so eine überschwemmte Wiese mäßig, ne? Sieht so aus. Hier sind bestimmt auch gut Krokodile drin, oder? Ja, safe, muss man aufpassen. Links, rechts, Wasser. Ja. Schon immer ein Auge. Ey, wollen wir es hier kurz mal tryen? Man sieht ja auf jeden Fall ordentlich Aktivität. Also Friedfische sind drin. Vielleicht mal kurz ein kleines Stückchen Wurm. Wurm geht safe was. Wurm geht ja immer eigentlich. Okay, ich rig mal schnell einen Wurm und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht einen kriegen. Vielleicht ist was Neues. Zeig ich mal, wie man. Direkt wegballern jetzt. Schau, bis, 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 bis. Der zieht, der zieht. Der zieht, der zieht. Der muss ihn richtig nehmen. Der zieht, der zieht. Nein, der muss ihn richtig nehmen. Hab ihn. Wow, guter. Guter. Alter. Wow. Was ist das? Schaut euch den an, Leute, wie cool der aussieht. Wir sind mal hier am neuen Spot angekommen und haben gesehen, hier schwimmen kleine Fische weg. Direkt in so einer, ja, 14, 20 cm tief. Tja, kurz mal ein kleines Würmchen ran gemacht an der Pose. Hängt da. Richtig geil. Ey, ich glaube, wir müssen hier nochmal kurz zwei, drei Würmchen machen. Vielleicht sind hier noch andere Fische an. Ich weiß gar nicht, hatten wir den schon mal? Den hatten wir nicht, der sieht anders aus als mein gelber. Wäre krass, wenn wir jetzt einen Garfisch oder einen Bowfin fangen. Das wäre richtig cool. So, auf jeden Fall die einzigen Angler am Spot. Das ist schon mal eine gute Nachricht hier. So, Leute, am Spot angekommen. Sehe ich direkt hier vorne auf dem Stein einen kleinen Garfisch liegen. Das wäre noch die fehlende Fischart. Ich werfe ihn jetzt mal direkt ein bisschen über und lasse die Pose auf ihn zutreiben. Kleiner Wurm hängt dran. Das wäre so krass, wenn er den nimmt. Das wäre unglaublich. Das wäre richtig nice. Hier müssen wir auch wirklich aufpassen mit Krokodilen. Hier haben wir schon welche gesehen. Ich hoffe, er nimmt den Wurm. Bitte. Oh, er kommt perfekt, er kommt perfekt, er kommt perfekt. Den nicht genommen, den ignoriert. Oh, Alter. Kleiner Barsch drauf. Direkt vor meinen Füßen, auf den Wurm. Die Garfische ignorieren leider meine Pose total, aber kleine Barsche. Die gibt es hier zu Unmengen. Schau mal, was ich gefunden habe, Leute. Genau so sieht der Zielfisch aus. Da ist er, die fehlende Fischart. Ein Garfisch heißen die. Richtige Urzeitmonster. Eine Mischung aus Krokodil, Hecht,
und Schlange, würde ich irgendwie sagen. Richtig krasse Tiere. Von denen gibt es hier sehr viele, aber wie man sieht, bei diesem Maul, schaut euch das an, total knöchern, ganz viele kleine Zähne. Ist natürlich auch sehr schwer, einen Haken zu platzieren, wie beim Hornhecht ähnlich. Krasses Tier, ey. Ich hab irgendwas. Fisch? Blugel. Blugel! Neue Fischart. Geil. Auf Hose. Yes, Blugel. Geil. Wenn ich jetzt noch so ein Garfisch hier kriege, dann haben wir heute schon mal für einen Tag im Süßwasser geangelt. Schon mal richtig viel abgehakt. Der Kleine, der kommt jetzt mal ganz schnell wieder zurück hier. Leute, wir haben Alligator-Gar dran. Oder ein Garfisch, ein Garfisch. Muss ihn richtig fressen. Man weiß nicht, ob er ihn richtig hat. Nee, weißt du nicht. Leute, der hat ihn gerade quer im Maul. Wir sehen den Alligator-Gar. Jetzt könnte man, oder? Nein. Er hat ihn, oh mein Gott, das wäre so geil, wenn wir den fangen. Also Leute, wir haben jetzt einen Köderfisch rangehangen. Ein Garfisch hat den genommen, direkt hier vorne. Wow. Ist er das? Ich glaube, das ist er, oder? Ich kurbel einfach mal an. Und? Er hängt, aber er hängt auch im Kraut. Boah, ist ab. Losgelassen. Er hat losgelassen. Okay, also die fressen die Köderfische, das ist das Learning. Scheiße, der war auch gar nicht so schlecht. Also 60, 70 hatte der. Die fressen die Köderfische, aber ich habe auch schon überlegt, was hältst du davon? Wir köpfen den Köfi und machen nur den Kopf vom Köfi ran, weil ich glaube... Stimmt, die essen die auch. Genau, die fressen ja auch Reste und so. Ja. Aber die nehmen die. Das ist schon mal ein geiles Learning. Ey, wir fangen jetzt einen Garfisch, Leute, ich sehe es. Was man hier nicht alles für die Fischarten-Challenge macht. Kleiner Köfi. Machen wir jetzt mal schön in mundgerechte Portion. Ja, ungefähr so. Ist der eigentlich easy reinkriegen hier, oder? Zack. Er hat ihn gefressen. Ich habe einen drauf. Er frisst gerade den Kopf des Köderfischs, glaube ich. Ich habe Angst, dass wenn ich ihn jetzt anhaue, da frisst er gerade, der den Kopf komplett inhaliert. Der Garfisch hat den Köderfisch genommen. Puh, er steht da vorne. Ich darf nicht so doll anhauen, weil die haben super scharfe Zähne. Ich muss aber auch trotzdem sehr doll anhauen, damit der Haken sich in dem knorpeligen Maul verfängt. Oh, ja, Garfisch, weg! Oh, direkt vorm Ufer. Das war der Garfisch. Aber sie nehmen den Kopf vom Köfi. Ich habe jetzt 10 Minuten mit dem Köderfischkopf probiert, direkt den Garfisch drauf. Ich kriege diesen Garfisch heute noch. Erst dann versuche ich es auf Wurf hin, Peacock, was weiß ich. Aber die schwimmen hier rum, man sieht, wie die nehmen. Es ist einfach nur so schwer, die zu haken, weil die so ein knöchriges Maul haben. So ein richtiger Urzeichen. Richtig eingeben, glaube ich. Aber ich habe Angst, dass die dann das Fluor durchcutten, weil, oder? Ist ja relativ dick eigentlich. Eigentlich schon. Okay, na gut, müssen wir jetzt draus lernen? Ich mache jetzt direkt noch einen Köderfisch drauf. So, wir machen nochmal einen kleinen Spotwechsel an ein anderes Wehr hier. Ich werde jetzt nochmal direkt einen Köderfisch drauf machen. Gucken, dass ich den Gar hier abhaken kann. Erik wird es weiterhin auf Bowfin versuchen. Am Grund mit Texas Rig. Hoffentlich hake ich sie hier ein bisschen besser. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, da hinten steigen aber schon Garfische. Sieht man immer, die gehen immer an die Oberfläche und holen Luft. Leute, wir haben den Garfisch drauf. Ich lasse ihn jetzt schön fressen und dann haue ich an. Das sind große Garfische, 70er. Guck mal, zieht er ab hier. Auf der Rolle, schaut euch das an. Okay, geil, wir sind wieder on. Der ist groß, ich würde mal sagen, der haut ihn schneller weg, oder? Weiß nicht, willst du einfach mal doll anhauen? Oder einfach nur straffen lassen, die Schnur. Haken ausgeschlitzt. Scheiße. Der ist gut geschwommen. Ich mache nochmal einen Fetzen. Ich hatte jetzt nochmal einen ganzen Köderfisch dran, aber ich mache nochmal. Der hat den Haken Fetzen, ja nicht gespürt. Ja. Der hat den Haken nicht gespürt. Der frisst den jetzt ganz entspannt. Da sind ja noch andere. Das heißt, wir haben die nicht gespookt, aber ich mache jetzt mal noch mal so ein Köpfchen ran. Wir kriegen den, Leute, wir kriegen den. Ich hab einen. Fisch. Guter Fisch. Gar? Nein, irgendwas anderes. Wow! Was ist das für einer? Den hatten wir schon. Wow! Ich habe meine Zange. Ganz vorne nur. Der hat den Fisch gefressen.
Ja, der hat den Fischkopf gefressen, ey. Ey, aber mit diesem Deadbait-Angeln hier macht richtig Bock, sage ich ehrlich. Ja? Folgender Plan. Ich werde jetzt hier so ein Drilling von einem kleinen Mad Max abmachen. Dann nochmal ein Stück Köderfisch da dran anködern. Fische sind da, sie fressen, aber sie bleiben noch nicht hängen, ey. Aber ich glaube, mit so einem kleinen Drilling habe ich bessere Chancen. Vor uns noch einer. Er hat irgendwas hat gerade gefressen. Jedenfalls ein Biss. Ja, geht ab. Hängt einer. Also jetzt schön fressen. Puh, komm schon. Hängt, oder? Er hängt. Oh, ist der riesig. Oh mein Gott, der hängt direkt. Boah. Boah, ein Riesengar. Der darf nicht die Schnur durchbeißen. Erik, du. Ich bringe. Oh, er zieht die Bremse. Ich komme hier auf die andere Seite, ich bringe dir rüber. Er schwimmt hier rüber. Oh. Jetzt bist du ganz unten, damit er nicht da durchschneidet. Oh mein Gott, ist das krass. Alter, geil, er hat ihn endlich richtig gefressen. Leute, das ist die nächste Fischart und was für einer. Oh, die Bremse. Das ist der größte, den wir hier haben. Oh Gott, jetzt ist dein Zehen genau am Flur. Der ist genau am Flur. Oh nein. Ich krieg den nicht gegrabt, Bro. Wir müssen ihn aufs Land ziehen. Oh, das ist die spannendste Landungsaktion ever. Erik, du musst die Schnur nehmen und ihn raufpullen. Oh, das ist ein fetter Gar. Bro, bitte nimm ihn, Erik. Bitte, Erik, bitte. Bitte. Nein! Erik! Nein, Erik! Nein! Nein! Das war der größte Gar, den ich jemals gesehen habe. Ist das eine Scheiße? Egal, wir haben noch eine Stunde Helligkeit. Jetzt sind wir quitt mit dem Bowfin. Den ich von dir vercashert habe. Das war genau die gleiche Situation. Stimmt. Na gut, Leute, neuer Köderfisch drauf. Wir brauchen diese Fischart heute noch. Erik, kriegen wir es hin? Zu zweit jetzt einen Garfisch? Hast du noch so einen kleinen Haken? Ja, ja. Neuer Köderfischkopf ist geriggt am Drilling. Wir wissen jetzt zumindest, dass der Drilling funktioniert. Ich traue immer noch dem verlorenen, verkescherten Fisch entgegen. Aber ist nicht so schlimm. Bin mir sicher, wir werden gleich einen neuen haben. Oh, Biss, hab einen. Fisch on. Also Leute, wie viele Garfisch hier unten stehen, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wir sind schon wieder drauf. Gerade mal den toten Köderfisch runtergelassen, direkt spürt man richtig an der Schnur, in der Slackline. Also macht schon Spaß, aber es ist eine brutale Bissverwertung. Der nächste hat ihn jetzt genommen. Wir warten jetzt mal wieder 30 Sekunden bis eine Minute. Da sieht man ihn abziehen. Schnur gegen den Wind. Tja, ich hoffe, er hängt diesmal. Wir brauchen nur, egal wie groß, wirklich, mir ist es völlig egal, Leute, wie groß er ist, aber er muss einfach nur hängen bleiben. Wir brauchen ihn für die Fischarten-Challenge. Aber der schwimmt jetzt gerade wieder hier rein. Boah, er hängt. Er hängt, Leute, da ist der Garfisch. Ein kleiner, aber der reicht für die Fischarten-Challenge. Erik, komm, ab ans Ufer mit dir. Den musst du landen, mein Junge. Den musst du landen. Da ist das kleine Krokodil. Da vorne in die Schnur. Und dann gehst du mit ihm Gassi ans Ufer. Nimm die Schnur. Geh an das andere Ufer. Schön. Der hängt gut. Sauber, Erik. Erik! Juhu, Garfisch! Nächste Fischart! Yes, Bro! Endlich! Oh, endlich! Ja, Mann! Ich bin so happy über diesen Garfisch, ey. Der hat so auf sich warten lassen. Und dann, wenn er am Ende kommt, einfach toll. Das war, wir haben gerade mal nachgerechnet. Vielleicht stimmt's auch nicht. Ihr seht es dann jetzt hier eh nochmal eine Einblendung. Aber unseren Berechnungen nach zufolge der 7. oder 8. Fischart. Das war ja wirklich extrem viel jetzt am Ende.
Wir haben Snakehead gefangen. Das dachte ich, wird das größere Problem. Also wir hätten auch Peacock fangen können. Hätten wir fast 9 Stück im Süßwasser. Aber morgen ziehen wir auch nochmal durch. Und ich denke, wir schaffen 15 Fischarten mit Salzwasser noch. Also 15 Fischarten wäre eine Ansage, aber wir haben das heute für den Süßwassertag schon richtig gerockt, Bro. Und morgen früh geht's in die Florida Keys. Das wird krass, Mann, das wird krass. Die Nacht war kurz, bin ich ehrlich. Wir sind jetzt schon seit 2,5 Stunden auf dem Weg in die Florida Keys. Wir beide waren noch nie hier, aber es ist schon echt eine krasse Strecke gewesen bis jetzt. Schon seit 5.30 Uhr sind wir unterwegs. Aber wir haben auch Großes vor. Wir müssen heute am zweiten Tag der Salzwasser-Challenge quasi oder der Fischarten-Challenge den Salzwasser-Part abangeln. Wir haben hier beide noch nie geangelt in den Florida Keys, aber uns wird gesagt, wenn wir viele Fischarten fangen wollen, müssen wir hier runterfahren. Das heißt, wir versuchen es ein bisschen auf eigene Faust an den Brücken, in den Marinas, bis in den Abend, bis in die Dunkelheit hinein, um diesen zweiten Tag wirklich noch komplett auszuschöpfen. Wir fangen jetzt erstmal an auf so einer Brücke, auf die wir jetzt rauffahren. Und da kann man irgendwie dann an dieser Brücke seitlich runtergehen auf so einen Fußgängerweg und von da aus angeln. Heute müssen noch mindestens 5 oder 6 Fischarten rauskommen, oder? Das ist das Ziel auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, würde ich sagen, der Spot, wie man sich die Florida Keys vorstellt. Wir sind direkt neben der Autobahn. Moin. Hier ist so ein Fußgängerweg direkt neben der Autobahn. Wir haben alles dabei, 3 fette Kombos, auch die ganz fette Salzwasser-Kombo auf Tarpon oder was man hier fängt. Hier gibt es wirklich alles, wurde uns gesagt. Ich glaube, es wird heute richtig gut. Boah, ich bin so heiß. Ich habe noch nie in den Keys geangelt, aber ich kenne Videos, von was die hier fangen, teilweise von den Brücken. Es ist gestört. Ich hoffe, es wird keine Enttäuschung, ganz ehrlich. So, ich fange, denke ich, erstmal mit dem kleinen Jig an, 14 Gramm. Einfach direkt anknoten. Schnapp mir mal ein paar Köder von dir, ja? Ja. Ich fange hier mit einem Gummifisch an erstmal, und zwar mit einem, der uns empfohlen wurde. Und zwar meinten die im Angelladen, dass diese Köder hier richtig krass sein sollen. Die sind so geflavored, die liegen hier in so einer Suppe drin, wie man sieht, und haben so einen Curly Tail. Mal ein bisschen was anderes probieren, mit ordentlich Geruch. Gucken, ob das zieht. So, Freunde, erster Wurf, Tag 2. Fisch! Wow! Der kleinste Fisch unter der ganzen Brücke. So, Leute, da ist der erste Fisch. Den hat es leider ein bisschen ungünstig erwischt. Wollen wir den als Köderfisch benutzen oder meinst du, er überlebt? Was ist denn das für einer? Guckt euch den an, Leute, wie der grunzt. Erik, zählt das als gefangene Fischart? Ja, oder? Ja, so. Nice. Allererste Salzwasserfischart. Ich glaube, der Spot hier, den werden wir erst noch ein bisschen ausfischen. Have a bite. Yeah, we just started. Just started, huh? And I come out and I go out here right at the end of this. At the end, okay. At the end where the channel is and right where the cribbing is. We anchor up there, man, I catch a lot of fish. Crazy. Not a lot of keepers, but you catch a lot of fish. Yeah. You know what I mean? Look at this, it's completely... Oh, crazy. Oh, yeah. They like this one. Yep. Yeah, we take those ones. Oh, I'd use it until it's gone. Yeah. Because they're going to rip that one up too, man. Yeah, you're probably right. Use it until they're gone. Yo, Erik, eine fette Schildkröte. Erik, eine Riesenschildkröte. Was? Eine Riesenschildkröte. So, Freunde, eine Fischart haben wir jetzt hier rausbekommen. Wir laufen jetzt nochmal 100 Meter weiter die Brücke runter. Schauen wir mal, dass wir hier ein paar aktivere, größere Fische treffen. So, Leute, nächster Fisch. Was ist das bitte für ein wunderschöner Snapper, müsste das sein. Guckt euch den an. Was für eine krasse Farbe. Habe jetzt gerade mal einen kleinen Shrimp hier an dieser Säule runtergelassen. Direkt einen Abnehmer gefunden. Ist das ein krasser Fisch. Knallgelb. Richtig schön, ey. Geiles Tier. Da unten, ich weiß nicht, ob man es sieht, da sind wirklich, da stehen die Monsterbiester. Wir haben jetzt schon mehrere Haie hier langdüsen sehen, also absolut krass. Riesenhaie, Hammerhaie, alles Mögliche. Aber man kriegt es natürlich immer schlecht auf die Kamera hier. Ja, die sind natürlich auch schwer zu filmen, aber es ist wirklich genauso wie aus diesen Florida-Angelvideos, die man kennt. Man geht hier an so eine Autobahnbrücke. Hier sieht man einfach diese fetten Haie in türkisblauen, klaren Wasser. Und ja, irgendwelche anderen Riesenviecher, aber die gehen irgendwie nicht drauf. Und wir fangen die ganze Zeit nur auf unsere kleinen Shrimp-Köder, irgendwelche Mini-Fische und so. Wenn ich sie weg, jetzt nochmal den Spot auf eine andere Brücke, die uns empfohlen wurde, und schauen, ob wir da vielleicht mehr fangen können. So, Leute, Mittagspause vorbei. Erik und ich sind schon am Wasser. In Badehose, kompletter Montur.
Der Plan ist nämlich, wir gehen da vorne auf so eine Landzunge, die uns empfohlen wurde, warten da rein und werden da ein bisschen mit Blinker, Gummifischen, allen drum und dran versuchen, irgendwie ein paar Fischarten noch zu fangen hier. Aber was ist die Schwierigkeit hier gerade? Das Wetter ist einfach gottlos. Als wir im Auto vorhin zur Mittagspause gefahren sind, hat es übelst geregnet und jetzt hat dann wieder kurz die Sonne geschienen, aber da hinten kommt ein Sturm, ein Orkan, es ist unglaublich. Wir gehen trotzdem rein, oder? Ab ins Haiwasser hier. Hoffentlich gehen wir dabei nicht drauf. Ey Bro, also entweder kriegen wir jetzt mega auf die Schnauze, fangen keinen einzigen Fisch, oder es ist wirklich Big Fish-Wetter und wir fangen einen Monster jetzt. Ich gehe da vorne an die Kante und laufe an der Kante lang, dass ich ins Tiefe schmeißen kann die ganze Zeit. Ja. Hier im Blau macht nicht so viel Sinn. So Leute, wir sind wieder im Auto. Also bisher, Erik, haben wir uns ehrlich gesagt sehr, sehr verkalkuliert hier mit der Salzwasserangeln hier in der Challenge. Wir haben gemacht, 8 Stück zu fangen oder so. Ne? Scheiße, wir haben gerade mal 2 und das sind so ganz kleine. Aber wir machen jetzt mal einen kleinen Planwechsel, Leute, weil der Wind ist auf dem Meer so stark, es macht gar keinen Sinn mehr an diesen Brücken oder so zu angeln. Wir werden jetzt einfach ein paar Marinas, ein paar Häfen abklappern und schauen mal, dass wir da irgendwie unter den Booten oder so was fangen. Jetzt sind wir in der Marina angekommen, das heißt im Hafen, und versuchen zwischen den Booten hier einfach ein paar Snapper, vielleicht einen Schnuck oder mit Glück auch einen Tarpon zu fangen. Mal gucken, was passiert. Also wir nehmen auf jeden Fall jeden Hafen hier mit. Dann fährt ja diesen Highway Nummer 1 oder so hier die ganze Zeit runter und dann denke ich, irgendwo wird man mal hier was finden, wo Fisch ist. Also Leute, folgende Vorgehensweise. Ich habe hier so einen Shrimp. Und der Shrimp, der wird einfach hier reingehakt. So. Und der Kollege, den droppe ich jetzt hier einfach ins Wasser und guck mal, ob da irgendwas hervorkommt. Oh, ich sehe da unten aber schon den ein oder anderen Gierigen. Seht ihr den? Er ist doch schon, er hat schon Bock. Direkt an meinem Shrimp, direkt an meinem Shrimp. Aber er will ihn noch nicht. Ich glaube, hier werden wir jetzt ein paar schöne Fischarten abhaken können und vor allem, das ist jetzt bei dem Wind hier perfekt, weil draußen ist komplett Sturm und hier in der Marina ist schön windstill, schön ruhiges Wasser. Hier stehen die Fische bestimmt. Ich glaube, der Trick ist es echt, den Shrimp hier immer so richtig schön neben das Boot zu placen. Alter, jetzt hat er genommen. Wie sieht der denn aus? Boah, guckt euch mal das Maul an. Sieht man das, Erik? Bisschen. Ja. Ist ja brutal. Also hier in der Marina stehen auf jeden Fall ein paar Fische, die Bock haben auf den Shrimp. Das ist doch schon mal eine Top-Nachricht. Das alles. Oh jo, direkt hier vorne. Alter. Da waren ein paar fette Papageienfische. Ja, 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 warte, warte. Die kommen, die kommen, die kommen. Hat ihn. Hutzett. Also, nein, weg. War geil. Digga, nee, war kein, war so ein anderer. Hab einen. Hast du einen? Stark, Erik. Was ist das für einer? Ist das ein neuer? Nee, schon wieder genau so einer. Ja, aber da sind auch Papageienfische dazwischen. Genau die müssen wir holen. Das ist ja. Zack, hat ihn. Das macht schon Bock. Aber man, diese kleinen Snapper hier, die Hafensnapper, die sind einfach 10-mal schneller als die, die wir eigentlich wollen. Krasse Fische, ey. Richtig garstige Biester. Krass. Alter, Leute, das ist eine riesen Seekuh. Seht ihr das? Oh mein Gott. Das ist ein Manatee. Das ist ja ein riesen Oschi. Sehr brutal. Guckt euch den an, Leute. Was ein fetter Klopper. Das ist schon echt krass. Einfach hier beim Angeln mitten in so einem random Hafen. Ein riesen Manatee. Krasses Tier, ey. Gucken, ob wir hier direkt einen fangen. Auf den Shrimp. Hoffentlich eine andere Fischart. Aber es sind immer die gleichen hier. Zack, hat er ihn. Oh, weg. Aber vielleicht da hinten jetzt mal so ein Papageifisch. Komm schon. Alles voll mit Papageifischen, aber diese ganzen kleinen anderen immer schneller. Oh, der Papageifisch, er kommt, er kommt. Er geht weg. Vielleicht fängt man die auch nicht auf Shrimp. Ja. Sondern auf Muschel oder so. Ja, so ein kleiner Gelber hier. Was ist das für einer? Hatten wir den schon? Also die Fischfrequenz hier macht schon Bock. So Leute, ich bin hier am Angeln, taucht vor mir wieder so eine riesen Seekuh auf. Manatee, ist das nicht krass? Guckt euch den an, ein riesen Rasenmäher, Unterwasserrasenmäher.
wir sind jetzt nochmal ein, zwei Häfen angefahren, aber da war überall Betreten verboten, Angeln verboten. Also ganz so einfach ist es hier auf den Kies dann nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wir werden jetzt ein Tarpon, ja, wie sagt man das, Erik? Wir werden einen Tarpon live feeden. Ja, genau. Also wir füttern die jetzt hier schön mal. Kann man machen in so einem Hafen. Riesentarpons. Ey, oder wir holen doch noch mal schnell die Angel. Was meinst du? Das kannst du hier nicht holen. Die Tarpons sind hier übrigens auch nicht eingesperrt oder so, sondern es ist hier einfach eine Steganlage. Da hinten kommt der Ozean. Alles komplett offen. Also sie schwimmen auch hier hinten rum. Hier könnten wir die auch füttern, aber mit dem Netz ist es ein bisschen chilliger, weil die Pelikane die ganze Zeit so nerven. Also komplett wilde Tarpons hier, aber die haben es natürlich gecheckt, dass sie hier gefüttert werden und chillen hier ihr Leben und lassen sich den ganzen Tag füttern und ja. Ist schon echt krass. Da durch, oder? Nein. Pass auf, Digga. Pass auf, da kommt einer. Boah. Digga, das ist ein Riesending. Ziel ist es jetzt, dass der Tarpon aus meiner Hand frisst. Nee, Mann. Wow. Alter, wo kommt er denn her? Da kommt einer jetzt. Da unten. Hat er dich berührt? Ja, übel. Alter. Erik, jetzt musst du auch mal den Arm reinstecken, komm. Fütter den Tarpon. Aber richtig, richtig tiefer, tiefer. Nein, 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 Digga. Tiefer, Erik. Erik, tiefer. Tiefer, tiefer. Nein, mein Mann. Ich schieße, Digga. Nicht getraut. Mann, der kann doch schon. Digga. Alter, sind das Monster. Ein bisschen tiefer noch, Erik, tiefer. Komm, trau dich, tiefer. Der muss jumpen. Tiefer. Oh. Jetzt ist er komplett drin. Okay, das war ein kranker Jump, Jan. Komm, drei haben wir noch. Sag dir, der hat weniger. Alter. Okay, aber mich jetzt schon. Ja, ja, bisschen. Zeig mal, zeig mal. Okay, jetzt will ich nicht rumheulen. Ihr Kratzerchen ist da. Boah, nee. Boah, der war riesig. Der war so groß. Man hat irgendwie Schiss, obwohl nichts passiert, aber es sind so riesen Tiere. Also Leute, kann jetzt jeder für sich selbst bewerten, ob das als gefangen zählt, gefangene Fischart hier für die Challenge oder nicht, aber ich würde sagen. Wir haben ihn berührt. Wir haben ihn berührt. Tarpon abgehakt. Geil, Mann. Vielleicht die nachhaltigste Methode, einen Tarpon zu angeln. Stimmt. Es war ein langer Tag. Wir haben komplett durchgezogen. Von morgens bis abends. Gestern auch von morgens bis abends. Und ich bin komplett am Ende. Das war eine kranke Challenge. Also Süßwasser muss ich sagen, bin ich mehr als zufrieden. Wir haben echt heftig abgeräumt, finde ich. Salzwasser war ein bisschen hart, aber wir waren heute auch unterwegs an einer Stelle oder an ganz vielen Stellen, wo wir das erste Mal waren. Plus das Wetter war zeitweise echt ziemlich bodenlos. Aber insgesamt hatten wir so viele Fischarten, seht ihr jetzt oben nochmal eingeblendet. Wir haben komplett den Überblick verloren. Und Leute, wenn euch das gefallen hat, ihr gerne mehr solcher Challenges sehen wollt, dann schreibt gerne auch in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Lasst dem ganzen Video ein Like da, abonniert den Kanal, checkt Eriks Channels aus, alles in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns nächste Woche zum neuen Video. Macht's gut.